Ja. Intuitives Lachen mit Barbie Lienert. War das nicht das Thema? Ja. Genau. Alles drin. Alles drin, genau. Ja, schön, dass du da bist. Alles Ja. dabei. Ah. Erste Mal live mit dir bei GTV. Und ja, wir haben uns einmal schon kurz gewunken über Skype. Und ja, schön, war Ja. gleich eine Vertrautheit und schön, dass du den Impuls hattest, da auch deinen Beitrag zu geben. Zum Thema Ja, ich alles freue mich. ist Liebe, Intuition, alles ist Liebe. Ja, das ist eine gute Aussage. Ja, das heißt, ja, was heißt denn das? Ja, was heißt das? Das meint, wenn ich still werde, dann kann ich nur Liebe finden, kann ich nur Liebe fühlen, ganz tief. Und in dieser Liebe ist alles möglich. Weil das meint, ich meine damit, das, was sich stimmig anfühlt für mich, was sich zutiefst stimmig anfühlt. So, da ist alles dabei, da sind alle Aspekte dabei. Das heißt, ich kann tief spüren, welche Bewegung möchte stattfinden. Die Bewegung findet dann statt. Oder welchen Schritt mache ich? In welche Richtung? Es ist wie ein geführt werden und wie ein geschehen lassen. Als passiert sozusagen. Aus dieser Tiefe heraus, aus dieser inneren Gewissheit, diesen sich stimmig fühlen. Und mit alles ist wirklich, es ist ja letztendlich gleichgültig. Hauptsache, es fühlt sich für mich stimmig an. Ja, das heißt auch ja oder nein oder welche Farbe oder welche Form oder welcher Mensch, welche Arbeit, welche Richtung. Ja, so wie so ganz natürlich. So ein anderes Wort, andere Worte werden Wohlsein, Wohligkeit. Ja, meine Wohligkeit, die größtmögliche, beste, ja, Wohligkeit, Wohlsein, Freude. Ja, das sind so Barometer dafür, für Intuition, aus oder mit Intuition leben, allem zu begegnen, ja, was sich mir zeigt. Aus dieser Stille. Ja, aus dieser Stille, aus dieser Liebe, mit dieser Liebe. Ja, und in erster Linie sozusagen hier für mich, ne? Also ich meine, unabhängig von was meint mein Gegenüber oder jemand oder der Arbeitgeber oder. Ja, weil es, wenn es hier stimmig ist, dann ist es das.
Ich meine damit nicht, oder natürlich schließt das mit ein, auch mal zu durchzuatmen und nochmal zu spüren, achtungsvoll zu sein, respektvoll zu leben, ja, so wie es mir möglich ist. Dann hat es so ein Ja, ne? Dann hat es so ein Okay. Und es verändert sich immer wieder letztendlich, ne? In jedem Moment. Also so der Intuition zu folgen, ne? Es ist schön zu spüren, auch deine, ja, diese Stille und diese Langsamkeit, also weil das ganz klar, also weil das so spürbar wird dann. Es wird sofort spürbar, dass dann, na, wir sind so blum, blum, so und tun und machen und aus gewohnt und dann ist es, dann wird diese Stimme ganz leise oder überhörbar und so, das, so wie du sprichst in deinem Sein, dann ist es so ganz auch in jedem Zwischenraum und wie du sprichst, ist so, also ist das so ganz fühlbar, ja. Sorry. Ja, okay. Dadurch, dass wir es so schnell hintereinander gemacht haben, musste ich jetzt kurz unterbrechen und dann gleich wieder schalten. Du kannst aber da bleiben. Ist es okay? Okay, bleibe. Sorry. Ist in New York, ist hängen geblieben. Kann ich nichts machen. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da. Zweite Intuitionskonferenz mit Barbie Lienert. Genau, wir haben kurz eine Unterbrechung gehabt. Jetzt sind wir wieder da und so schön aus der Stille und aus der Liebe gesprochen. Und jetzt können wir ihr wieder ganz, ja, ihr ganz widmen. Schön. Okay. Ja, schön, dass ich dabei bin, dass ihr das anbietet. Finde ich ganz wunderbar. Also das Thema auch, was du gewählt hast, ne? Alles ist Liebe. Das heißt, also wenn wir still werden, also so habe ich das jetzt verstanden und fühlen und wahrnehmen können, dann ist in diesen, dann rutsche ich in so einen Raum und da ist tatsächlich alles nur noch Liebe, dann ist gar nichts mehr anderes. Ja? Egal wie sich es in verschiedensten Facetten. So meinst du das, ne? Ja, genau. Dann gleichgültig in dem Sinne, was passiert, wenn ich das aus dieser Stille, aus dieser Liebe, aus dieser Intuition geschehen lasse. Und es gibt so viele wunderbare Hilfsmittel, um so, das ist ja auch mein eigenes Leben betreffend oder letztendlich ja auch ein Prozess oder wie ich mit Menschen arbeite, weil das Leben, finde ich, ist ja einerseits eine absolute Kunst, ja, es zu meistern und mit den ganzen Herausforderungen, die man so hat, die jeder so hat. Und es kann uns ja einfach immer wieder auch so rausbringen, sage ich mal, ne? Wenn mehr der Verstand im Vordergrund steht, beispielsweise, oder irgendwelche Muster oder alten Programme, die mich steuern, ja, die laufen ja automatisch ab. Und bestenfalls wird es bemerkt oder eben mit Unterstützung, ja, wenn man mit jemandem sein kann, wo einfach im Raum ist, das zu spüren, was da gerade abläuft. Ja, so eine Gewohnheit oder ja, was mich letztendlich auch
sich blockiert anfühlt oder mich leiden lässt oder immer wieder Dinge tun lässt, die mir eigentlich nicht gut tun. Ja, und da einfach erstmal durchzuatmen, auszuatmen, im Moment still zu sein. Ist so mehr so ein inneres Spüren entsteht und mehr ein inneres Gefühl. Hier gerade stattfindet. Ja, und wenn das so eine Tiefe kriegt, dann ist das dann, und es noch jemanden gibt oder der dieses teilt oder wie ich dann auch das beispielsweise anspreche, dann kriegt das so eine Aufmerksamkeit. Es darf dann endlich mal da sein, sage ich immer dazu gerne. Ja, und dann passiert Veränderung, dann ändert sich was, dann ist das wie, es löst sich was, ja, es transformiert sich was und das ist dann, wird freier, ja, wird entspannter, mehr Wohlsein entsteht. Ja, und ich kann wieder mehr merken, ja, mich mehr ausdehnen, mehr ausbreiten und mehr spüren. Ja, und da, das ist einfach dieses Intuitive, was dann mehr Raum kriegt. Ne? Natürliches Spüren für das, was geschehen möchte durch mich. Ja, so diese, ja, das ist wie ein Prozess eigentlich. Und umso mehr das da sein darf, umso leichter und stärker ist es spürbar und letztendlich hilfreich, ne, für das Leben, ne, für alle, für mich, für meine Kinder, für meine Mitmenschen, für alle. Ne? So, das finde ich so wunderbar. Weil dann ist immer mehr Liebe da, ja, die sich ausbreitet, die wirft. So. Spürbar, total spürbar. Ja, ja. Und ich habe viele Hilfsmittel gefunden dafür. Ja, wie kann ich das stärken. Also ich habe für mich das Gefühl, dass ich das nie wirklich verloren habe, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Ja, das war immer da, es war nur manchmal sozusagen überdeckt oder überschattet, sag ich mal. Und so erlebe ich das auch mit Menschen, wenn dann einfach Themen da sind. Und intuitiv zu spüren, da gibt es so vieles, was uns unterstützen kann. Ne? Hast du ein Beispiel? Ja, so einfach dieses, wie ich eben gesagt habe, zum Beispiel erstmal ausatmen, tief ein- und ausatmen. Und wieder merken, ich sitze hier, ja. Ich sitze hier, ich bin hier. Ich bemerke mein Herz klopfen, bemerke meinen Hintern im Stuhl, meine Füße im Boden. Ja, und nicht nur so in der Vorstellung, sondern wirklich so ein inneres Spüren. Dann wird was ruhiger. Oder draußen sein, im Wald sein, in der Natur sein. Und wahrnehmen, was da ist. Also ist Entspannung und Verlangsamung sehr, sehr hilfreich. Und ja, diese feine, leise Stimme.
Ja, es verfeinert sich dadurch. Ja, wird wahrer, wird purer, wird klarer. Und das ist lebendig. Sehr lebendig und kann auch schnell sein. Aber es ist halt so eine intensive Lebendigkeit. Und so ein Bleiben damit, ja, in dieser Verbindung. Bleiben und sein. Und dieses Bleiben und Sein, in nochmal darauf zurückzukommen, zu dem, was du gewählt hast, alles ist Liebe oder was gewählt worden ist, könnte man ja sagen, naja, das ja, aber das andere nicht. Ja, kann man sagen. Wie ist es mit den Dingen, die vermeintlich sich unbequem anfühlen oder nur keine Zustimmung da ist? Wie findet man da? Das andere ist leicht, aber wie findet man da in die Liebe oder in die Akzeptanz? Ja. Ja, zum Beispiel erstmal zu bemerken, was da, dass das jetzt gerade nicht gefällt oder dass es Meinungen darüber gibt oder Bewertungen oder zu gucken, warum fühlt sich das jetzt so an, so unbequem. Na, da kann man ja was finden. Dann auch so diese Frage, was will ich wirklich? Was gefällt mir wirklich? Was mag ich? Was tut mir gut? Na, damit tiefer zu gehen, um diese Übereinstimmung mehr zu finden. Und vielleicht fällt dann einiges ab, so schon auf diesem Weg. Ja, dass sich immer mehr zeigen kann, ja. Und das heißt ja nicht, dass ich, dass ein Stopp oder ein Nein nicht in Ordnung ist. Das ist ja genauso in Ordnung. Das Entscheidende ist ja, dass es sich okay anfühlt. Ja, zu sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, das ist es jetzt nicht. Oder auch zu bemerken, ich finde das jetzt nicht super toll, aber irgendwie merke ich, es ist dran. Das brauch's jetzt. Ja. Ist wichtig. Ja, und es kriegt dann auch so eine Stimmigkeit. Ich kann es kriegen, ja, mehr und mehr. Dann kann sich das so anfühlen wie so ein wirkliches Wissen, so ein tiefes Wissen. Also auch wie so eine kleine Vorausschau, ja, wie so ein Ahnen. Ja, es ist in Ordnung. Ich weiß gerade nur, es ist in Ordnung. Ich weiß auch noch nicht weiter, aber es hat ein Okay. Und es fühlt sich nicht ganz wunderbar an, aber es fühlt sich so in Ordnung an, dass ich meinetwegen diesen Schritt jetzt tun kann, ja? So im übertragenen Sinne. Passt jetzt gerade unmittelbar,
was du sagst. Das ist nämlich gerade eine Herausforderung auch für uns zu sehen auf dem Bildschirm, dass jetzt gerade das Internet sehr, sehr schwach ist und immer wieder Unterbrechung und du dich drehst und Stillstand und gleichzeitig die so ganz präsent sein mit dir und trotzdem deine Stimme zu hören und da total mit zu sein. Und es ist in Ordnung. Ja. So wie es gerade ist. Ja. Ja. Ja, und das ist schon so, so wertvoll, ja. Zu merken, es ist so okay, wie es gerade ist. Ich kann vielleicht denken, oh, ich hätte es gern anders, ja. Aber zu merken, was nützt das, ja? Was bringt mir das? Gar nichts. Stress. Ja, dann kommt Freude, ne? Dann kommt Freude, ja, okay. Alle Pläne lösen sich auf. Ah, ich krieg gerade wunderbar. Ja. Und sofort kommen die Rückmeldungen, hier läuft alles störungsfrei. Ja, super. Dankeschön. Ah, okay. Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Wow. Angenommen und gleich. Danke. In meinen Somatic-Movement-Stunden bin ich immer Arme zum Himmel und ja, gib ein Halleluja zum Himmel. Halleluja, Barbie. Ja, danke. Schön, mit dir zu sein. Schön, ganz schön. Ich möchte den ganzen Abend mit dir dann verbringen. Ich meine, hier im Interview. Was? Ist die Zeit jetzt rum? Schon? Genau. Genau. Ja. Sind schon ein bisschen im Verzug, genau, durch die ganzen... Genau, jetzt noch eine Referentin, genau, ist jetzt auch schön, irgendwie schön rund fühlt sich's an und freuen uns auf längeres Sein mit dir. Ja, das ist so wunderschön, diese Stille und die zwischen den Worten, was alles rüberkommt, das ist so toll, so nahrhaft, so göttlich. Dankeschön. Gerne. Bis bald. Tschüss. Bis dann bald gleich. Tschüss. Ja. Vielen Dank, Barbie. Linert. Ja, dann ist bei uns als Resonanz, wo es ein bisschen hängt. Ah, dann war es wunderbar. Oh, Gajatsch, wir besuchen euch bald auch mal. Schön, toll. Super, Gaia. Ah, schön. Ach, Gaia. Ja, ja, toll. Supi, freu. Okay, wenn es läuft, dann mache ich das jetzt ohne Unterbrechungen, dann bin ich entspannter. Also... Ich schneide dann die Videos zusammen, ne? Und okay. Das wird dann nachgesendet. Dann. Genau, dann ist jetzt die Mariana. Groß. Wir verbinden uns gleich. Und ihr Thema ist Jenseits von Intuition. Ja, das ist auch interessant, was dann noch gesagt werden will.
Hallo. Hallo. Wow, strahlen Ja, alle, ein strahlen strahlendes alle. Nächste hier. Wow. Schön. Wie geht's euch? Strahlend mit euch. Strahlend. Sehr gut. Schön, dass du wieder da bist. Du bist immer da, Ja. aber jetzt so da. Jetzt so da. Freue mich auch. Und auch mal bald mal ganz da. Ja, Wenn ich es. glaube auch. Ja, ich habe ich Ja. auch schon öfter mal gespürt, dass es dran ist. Ja, ich auch. Ja. Schön. Schon bald, bitte nicht. Schön. Ja, Ja. danke für deinen Impuls bei der Konferenz sozusagen. Du hast das Schlusswort oder ich weiß nicht, wir schauen dann, Ja. ob danach noch was kommen möchte. Aber jetzt von den Ja. Referenten sozusagen. Und da bin ich jetzt ganz neugierig, jenseits von Intu. Wir haben jetzt so viele Worte von Intuition und was es ist und wie man ihnen näher kommt und die und so weiter, viele Aspekte und verschiedene Erfahrungen und Beispiele gehört. Ja. Und das passt jetzt irgendwie so als Abrundung, so dieses Jenseits von Ja. Intuition. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß im Moment gar nichts. Ich habe gerade noch mit meiner Freundin und ihrem Freund zusammen haben wir gesprochen, ein ganz schönes Gespräch gehabt und jetzt lasse ich mich einfach darauf ein, was kommt, jenseits von Intuition. Genau. Schön. Ja, soll ich anfangen? Gerne, sehr gerne. Genau. Da gibt es einmal diese Intuition, die einfach an ein Ich gebunden ist. Also wenn wir uns als Person, als Frau oder Mann, als Ich erleben, dann haben wir gelernt, auf unsere Intuition zu hören. Also es war mir vor allem sehr wichtig, als Therapeutin damals so zu arbeiten, intuitiv zu arbeiten. Oder dass die Menschen lernen, auf ihre Intuition zu hören. Und mit Intuition meine ich einfach, die hat eigentlich nichts mit dem Verstand zu tun. Also nichts mit Denken, mit Analysieren, sondern scheint eher so wie eine innere Stimme zu sein, wie ein Gefühl zu sein. Dass wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung treffen, dann versuchen wir auf unser Gefühl zu hören oder auf das Bauchgefühl zu hören, also diese Intuition. Und die scheint irgendwie tiefer zu liegen, wie eben der Verstand, wie diese Gedanken, die wir gewohnt sind zu denken. Ich hatte eigentlich schon immer eine gute Intuition und die ist einfach immer in den Alltag eingeflossen. Und es war so, dass quasi ich habe sie so eingesetzt, um herauszufinden, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen soll, welcher Weg ist der richtige, was ist dran im Moment, was fühlt sich besser an. Und habe gemeint, ich kann mich da gut drauf verlassen, auf diese Intuition. Und jetzt, nachdem quasi die Person nicht mehr da ist, das heißt einfach kein Ich-Gefühl mehr, also der Bezug zu Ich weg ist, ist dieses intuitive Wissen da. Und dieses intuitive Wissen ist jetzt nicht mehr gebunden an ein Ich. Es ist nicht mehr gebunden an irgendeine Idee. Also ich kann quasi da nichts mehr hier auf mich beziehen. Und wenn ich meine, dann meine ich einfach so diesen Mittelpunkt von, okay, wie fühlt sich dieses hier jetzt an? Sondern es ist jetzt sehr frei. Also intuitives Wissen ist einfach so ein unmittelbares Wissen, was hier zur Verfügung steht.
ein Wissen, was einfach so da ist. Das kommt nicht von mir. Das steht einfach hier so im Raum. Und damit wird nichts gemacht. Also nicht mehr wie früher, dass die Intuition wurde vorher so eingesetzt, um ein Ziel zu verfolgen, um etwas herauszufinden. Und heute ist es so, es ist einfach nur spannend zu sehen, wie sich dieses Leben entfaltet, in jedem Moment neu. Ich habe gerade mit meinen Freunden einfach eine Geschichte erzählt, die sich jetzt gerade so entfaltet hat und die ist so spontan entstanden. Genau, ich bin eigentlich mittendrin in diesem Thema. Das war so ein intuitives Wissen, dass das geschehen wird, obwohl ich das nicht gewusst habe. Es ist ein Wissen, das hat nichts mit mir zu tun. Und doch ist es einfach da, zutiefst zu wissen, was wahr ist, was echt ist, was lebendig ist. Und es zeigt sich gerade jetzt im Moment, es ist so in Übereinstimmung, schau so. Also dass quasi, oder so, also dass es direkt hier ist, so wie es sich eben zeigt. Und dass es schon gewusst worden ist. Aber nicht, dass es von jemandem gewusst worden ist. Das ist schwierig zu erklären und doch ist es so einfach, das ist so natürlich. Das kommt schon an. Kommt es an, genau. Ja. Weißt du, es ist so, dass quasi als Wort hier das Leben einfach gelassen worden. Das darf einfach sich ausdrücken, wie es sich ausdrückt. Dass da keine Idee mehr da ist, wie es sich ausdrücken soll. Auch nicht intuitiv, sondern da ist selbst diese Intuition ist zu viel. Es ist einfach nur dieser weite Raum hier und der darf sich, und in dem darf sich das Leben ausdrücken, wie es sich eben ausdrückt. Und es scheint, als wird es immer gewusst hier, dass es so perfekt ist, weißt du, so vollkommen. Der vollkommene Ausdruck von dem hier. Ich wusste immer von einer Liebe, die da ist und die sich aber so nicht ausgedrückt hat. Das war ein intuitives Wissen. Da ist noch mehr. Da ist noch viel mehr, was möglich ist, was ich zeigen möchte. Und jetzt ist die einfach da. Die drückt sich einfach so hier aus. Die nimmt sich den Raum und ich wusste schon immer. Und so viele Jahre ist sie verleugnet worden und jetzt ist sie einfach da. Es ist so ein intuitives Wissen, was wir sind und was wirklich ist. Und dieses Wissen können wir nirgendwo nachlesen. Und dieses Wissen kann uns auch niemand erzählen. Das geht einfach mit uns selbst in Resonanz, mit etwas ganz Tiefem, was wir sind. Und wenn das zutiefst in dir ankommt, dann kannst du nur sagen, ich habe das schon immer gewusst. Und du kannst sagen, ich weiß, das bin ich schon immer. Also das geht quasi über ein Gefühl hinaus, also über das, was wir als Person haben können, ein Gefühl oder ein Gedanke, quasi ein gutes Gefühl haben wollen oder etwas erreichen wollen. Das geht darüber hinaus. Das übertrifft alles, was du dir je gedacht hast. Und das trifft dich zutiefst, weil du das dann bist. Das ist so ein
Du möchtest nichts anderes mehr. Du willst wirklich nichts anderes mehr, wie nur dieses. Du bist das pure Leben, das vibriert in dir. Weil, und du weißt, genau das ist es. Das so echt, so direkt, unmittelbar. Und egal, wie deine Umstände sind. Und ich kann das nur jedem sagen, trau dich, irgendwie dir zu begegnen, dem, was du zutiefst bist. Und es hat nichts damit zu tun, was du je gelernt hast, was wir gelernt haben, wie wir zu sein haben oder was wir über uns denken, wer wir sind und wie wir sein sollten, wie das Leben ist, was uns die Lehrer oder Freunde oder Eltern, irgendjemand je gesagt hat. Das springt alles, das geht wirklich über alles hinaus. Und dann ist es so ein Reichtum, ich kann das nicht hier vermitteln, was für ein Reichtum hier ist. Ein Reichtum von Liebe, von Freiheit, von Freude, von Lebendigkeit, von... Ich könnte durchdrehen, ich könnte... Und so still und so... Weißt du, und ich habe hier gerade meine Freunde hier sitzen und es ist für mich gerade so schön. Ich darf das mit denen teilen. Wir sind berührt, gerade miteinander. Und ich bin berührt, weil ich mit euch gerade zusammen bin, weil wir einfach etwas teilen, was wir gar nicht verstehen können. Und doch weiß das jeder, da ist etwas in mir und in dir und in dir und in jedem. Das will nur endlich freigeschaufelt werden, gell? Dass diese falschen Schichten von was wir sind, dass es wegfällt und dass unser tiefes Sein, unser freies Sein zum Ausdruck kommt. Wie eine Sonne, die pur durchstrahlt durch diese dicke, dunkle Wolken. Und dann macht das Leben so Spaß, weil wir ja nie wissen, wie es sich ausdrücken möchte. Wir können ja nicht wissen, wie sich dieses Dasein hier ausdrückt, in jedem Moment neu, immer wieder anders. Also jenseits von Denken, von, klar können wir Pläne machen und uns Gedanken machen, wie wir weitergehen möchten, aber immer wieder diese Freiheit zu spüren, die noch lebendiger ist und die noch viel mehr Möglichkeiten in sich bietet, als was uns der Verstand quasi bietet an Erfahrungen oder an was er sagt, hey, so und so könnten wir es machen. Aber dieses intuitive Wissen, dieses Hiersein, das hat so ein Potenzial in sich, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist eine Energie, die in jedem Moment so explodiert und alles freisetzt, was wir an Begrenzungen hier im Kopf haben. Ich darf das gerade direkt erleben. Unfassbar. Und doch so richtig, so stimmig, so... Genau. Ich spüre da so eine ganz, ganz große Dankbarkeit auch, so ein wow, ja. Ganz tiefes Berührtsein. Ja. Für mich ist gerade auch dieses Wort Dankbarkeit, weißt du, dass wir das überhaupt miteinander teilen können, dass wir in Berührung kommen können mit etwas, was ich vor 10, 20 Jahren habe ich davon noch nichts gewusst. Und dass hier etwas Raum einnimmt, das kann ich ja gar nicht verstehen.
Ich kann es gerade nur sein und ich kann nur staunen, was da zum Ausdruck kommt. So eine Dankbarkeit, dass sich dieses Leben so kompromisslos verschenkt in jedem Moment. Also wenn wir quasi so auch so einen Raum schaffen, das heißt das Leben lassen, nicht immer danach greifen und verplanen und festhalten, sondern wenn es immer freier wird in uns und Raum entsteht für nichts und für alles, dass das Leben durch uns sich ausdrücken kann. Und wenn man das einmal so gekostet hat, dann ist das so, natürlich hat das Leben dann verschiedene Facetten und es gibt dann mal so und so und so und so und so und so. Ja. Und gleichzeitig ist so, also dieses tiefe Eintauchen, wie es jetzt spürbar ist für jeden, das ist so, wow. Ja. Dann ist alles andere ganz nah spürbar, was, wo es wieder hingeht. Also ja. Wo es wieder hingelenkt, also auch das geschieht dann, also so hingelenkt wird, genau. Weil man sich wieder erinnert. Genau. So. Genau. Ja. Genau. Weißt du, auch wenn es dann genau Situationen gibt, die eben nicht so schön sind, die eher angespannt sind und ja, sich nicht angenehm anfühlen, vielleicht sogar sehr schmerzhaft sind, und dass selbst da dieses intuitive Wissen da ist, es ist gut so. Also, dass da nichts falsch daran ist, an all dem, was wir da im Moment erleben, dass wenn da so ein tiefes Einlassen geschieht, dass darin die Schönheit liegt. So eine Schönheit, so eine Freiheit, weil es einfach im Moment der Ausdruck ist, wenn es Schmerz ist oder Verletzung oder Ablehnung, was ich auch gerade erleben darf. Und wenn das einfach hier sein darf, weil es genau so ist und anscheinend richtig ist, dann erfordert es nichts mehr, dass etwas verändert werden muss oder zurückgewiesen werden muss, sondern es ist hier. Oder wie geht es weiter? Die Frage, wie geht es weiter? Und zu wissen, das Leben, das hört ja niemals auf. Das Leben ist ja kein Stillstand. Das heißt, in jedem Moment geschieht es neu. Und es drückt sich genauso aus, wie es sich ausdrückt. Perfekt. Und je mehr wir uns da reinfallen lassen können, umso mehr kommen wir eben in Berührung mit diesem intuitiven Wissen, dass alles gut ist, wie es ist. Immer jetzt im Moment. Und ich finde, das ist der größte Reichtum, den wir haben können, mit dem jetzt gerade in Kontakt zu sein und beschenkt zu sein vom Leben. Und es hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern eben mit dieser Präsenz von Leben, die jetzt hier ist. Das ist ein schönes, tiefes Eintauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, den anderen geht. Ein Rückmeldung ist es so ein, das sind Worte und
dringen so ganz tief, weil es einfach aus deiner, ja, aus der tiefen Quelle kommt, nicht aus deiner, aus der. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist so ein, also, boah, ist so ein weiter Raum, ja, wo irgendwie gerade nichts ist. Also das passiert gerade so gleichzeitig, ja. Das ist total abgefahren. Ja. Und, ja. Und es ist null anstrengend, ne? Ich kenne das von früher, von vielen Vorträgen oder als wir viel gefilmt haben, da gab es Momente, wo ich dachte, ja, oh Hilfe, nach 2-3 Stunden, ich kann nicht mehr zuhören und so, ne? Und dieses jetzt, ja, mit den Menschen, mit denen wir sein dürfen, auch heute von der Konferenz und mit diesem, ja, Sprechen aus der Wahrheit und aus der tiefsten Quelle, ist das einfach nur nahrhaft und ja, kann nie zu viel werden. Genau. Ah, das ist wirklich nahrhaft. Und wie du sagst, eigentlich ist da gar nichts, gell? Es ist still, ja, ich kann euch gar nichts bieten, gell? Da ist wirklich gar nichts. Und doch ist dieses Nichts, wenn wir in Berührung kommen damit, eben nicht der Verstand, weil der denkt ja, mein Gott, das ist langweilig, das Nichts. Aber wenn das Nichts, wenn wir in Berührung kommen mit, also in der Tiefe dieses Nichts, wenn die dich komplett ausfüllt und dich verschluckt, dann ist da alles, dann ist da das totale Leben drin. Und das Schöne daran ist, dass wir es gar nicht beschreiben können, dass wir da nur staunen können und irgendwie, ich versuche manchmal nach Worten zu, irgendwie, ich denke ja immer noch, vielleicht gibt es mal eine neue Sprache dafür und die wird es nie geben und das ist gut so, weil es einfach ein Mysterium ist. Und das kann jeder nur selber für sich herausfinden. Dieses Nichts, was alles ist, diese Lebendigkeit. So prickelnd, so vibrierend, wie kleine Explosionen. Und das Leben verschenkt sich einfach so, gell? Sinnlos. Einfach so. Als Augenblick, als Berührung, als Wasser. Ich trinke gerade das Wasser und ich bin so dankbar, dass ich ein Wasser habe. Das verschenkt sich als Wasser. Und es verschenkt sich als Worte. Und als Geheimnis. Und als Liebe. Unendliche Liebe, ja. Unendliche Liebe, ja. Ja. Sind die anderen noch da? Wir sind noch da, ja. Wir hören. Ja, ganz fest. Das ist schön. Sind ganz hin und weg. Wie kann man nicht da sein jetzt? Ja, schön. Oh, danke schön. Ich danke euch auch. Danke für die Einladung. Ja, Leipzig ruft dich. Ja. Ja, ich spüre. Ich spüre schon eine Weile. Ist auch so ein intuitives Wissen. Ja. Herzlichen Dank. Danke euch auch. Liebe Grüße an deine lieben Freunde. Ja, das sage ich. Ihr müsstet die gerade sehen, ganz nett.
Wir können sie spüren. Ja. Ja. Ja, dann bis dann bald. Genau, gleich dann immer. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Auch bis mich. Bald. Ich komme gar nicht mehr, das ist so. Das ist so anstrengend. Ja. Den geht gar nicht. Bei mir geht es gerade auch nicht anders. Okay, ihr macht mich raus jetzt. Raus aus die Maus. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt weiß ich immer, was damit gemeint ist, so dieses, dass das unser ursprüngliches, also normal, wo alles entspannt ist, der Gesichtsausdruck. Und dass es eigentlich viel mehr Muskeln beansprucht, dieses. Wusste ich auch nicht, ja. Und jetzt ist es so richtig spürbar. Oh, schön. Ja. Gibt es ein Resümee vom Intuitionspapst? Oder von wem auch immer? Ja, danke schön. Es ist unglaublich, wie die Beiträge alle ergänzend sind. Für mich ist das eine Mysterienschule, die neue Mysterienschule, wo diese unterschiedlichen Eindrücke miteinander kommunizieren und verschmelzen und ergänzen sich. Deswegen, wir werden dann eine Playlist machen von alle Videos. Einige muss ich noch schneiden. Und ich empfehle einfach, sich die in diese Playlist in der Reihenfolge anzuschauen. Ich möchte aber wertschätzen noch die Menschen, die da sind. Die da sind. Und die über die Ebene der Technik spüren, gespürt haben, die unterschiedlichen Energien. Und freue mich auf diese Öffnung, dass wir auch große Intuitionskonferenzen, Schulung beginnen können. Denn so eine richtige Forschung gibt es noch nicht. Wohl. In Leipzig gibt's. Und ich glaube auch hier und da. Okay, noch ein bisschen. Also Intuition ist im Körper geschrieben, wird aus dem Körper gelesen. Man denkt, dass es aus dem Geist ist. Und für mich ist der Körper die Manifestation des Geistes. Das heißt, in unserer Biologie ist jederzeit abrufbar alles. Und das, was die Mariana Groß gesagt hat, dass wir keine Angst haben sollen, wenn wir zu viele Informationen kommen, war für mich einfach auch so gemeint, dass es diese 24 Stunden ist eine Verbindung mit uns selbst, nicht mit Informationen, die von außen kommen. Darf ich dich fragen? Aber wir haben ja heute, wie gesagt, viele schöne Beiträge gehört. Und so erfahre ich das auch, um vielleicht nochmal die Verknüpfung mit dem Körper zu bekommen. Dass es nicht falsch verstanden wird. Es gibt nicht kein Falsch, aber
ne, es wurde oft gesagt, Intuition ist irgendwie so ein, es kommt aus so einem Feld, aus so einem Nichtwissen oder aus so einem, was auch immer, Übergeordneten oder was auch immer, ne? Wie siehst du jetzt da die, weil du eben sagst, es kommt aus dem Körper, könnte man denken, es ist jetzt widersprüchlich zu dem anderen, wie vielleicht die Verknüpfung da nochmal? Ja, man denkt, dass Intuition von außen kommt, ne? Ist irgendetwas, was von oben kommt, ne? Aus dem Geist, aus der Erfahrung in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt nur Seele sind oder nur Geist sind, dass wir keine Intuition bekommen. Also das hat mit dem Dasein auf dieser Erde. Ne? Ah, okay, so meinst du das. In diesem Sinne ist es mit dem Körper verbunden, weil jeder Mensch eine andere Aufgabe hat, also bekommt eine andere Intuition und andere Informationen. Der Musiker, der Seher, der hört, der Mathematiker, also jeder hat eine andere Verbindung und das ist immer in Bezug auf die eigene auf das eigene mitgebrachtes Wissen und Können. Ne? Mhm. Es ist in Bezug auf den eigenen Lebensauftrag. Deswegen ist es so schwierig zu erfassen, weil Intuition ist individuell. Und das große Problem ist, wenn ich jetzt etwas intuiere in einer bestimmten Situation, der andere intuiert was anderes, was nun? Deswegen ist für mich diese Öffnung des Göttlichen auf individueller Ebene, da sind wir richtig allein im Universum und deswegen ist es schwierig, das so zu erkennen und zu erfassen, weil der andere hat etwas anders gefühlt oder gesehen oder gehört und ich habe nur ein Bild bekommen, eine Farbe bekommen. Und das verunsichert alle. Ne? Und in dieser Einsamkeit ist ja auch die Einmaligkeit des Einzelnen, dass Intuition dich auch einmalig macht, in jeder Sekunde, in jeder Situation, in jeder Moment. Und deswegen dieses Gefühl, dein Körper, der einmalig ist in eine chemische, biologische und so weiter Zusammensetzung, tiefst in deinen Körper, daher bekommst du die Informationen, weil in dem Moment, wo du geboren bist, werden auch über deine DNA, über deine genetischen Code, werden diese Informationen gegeben, die du dann als Kind, Erwachsener oder Jugendlicher dann abrufen kannst. So sozusagen die Akasha-Chronik oder die Palmblätter sind eigentlich nur ein Spiegelbild unseres Körpers. Also in unser Körper steht genau geschrieben das, was wir woanders suchen. Ah, also wir brauchen gar nicht weit suchen gehen, irgendwo. Deswegen der Training der Intuition ist in ein Ort möglich, wo die Individualität gesehen, respektiert, wertgeschätzt wird. Ein Feld, wo man sehen kann, dass jeder was anderes hat und jeder was anderes kann und dies auch geholfen wird, unterstützt wird, und systemisch organisiert wird, damit jeder Einzelne seine Einmaligkeit dann leben kann. Je mehr man gibt, was man hat, desto mehr man ist. Und eben, deswegen die Isolierung nur auf der Geistebene ist für mich, oder das ist etwas, oh, ich warte auf eine Intuition, das ist nicht,
Das ist die übliche Einstellung, dass Sachen einfach auch von außen kommen. Achso, habe ich das nicht verstanden. Okay, heute. Mhm. Nee, was ich, gesagt worden ist. Nee, ich habe nicht, dass das gesagt worden ist. Ich wollte das nur, weil viele Menschen warten auf die Intuition. Ja, wie kann ich auf meine Intuition hören? Und wie kann ich sie schulen und. Ja, jeder hat einen ganz anderen Zugang. Ja. Aber eben, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wir wenden das hier in unserer Forschung, die Wissenschaft der Gesundheit, dass wenn du Intuition lernen möchtest, unsicher bist, ob du auf deine Intuition hören kannst, brauchst du nur eine Krankheit, einen Schmerz, etwas, was sich in deinem Körper verankert hat. Und das zeigt dir, zum Beispiel habe ich einen Schulterschmerz, zeigt mir, dass ich etwas tun kann, etwas mich trauen kann, etwas geben kann und irgendwie es dann zurückhalte. Das heißt, meine Intuition speichert sich als negative Information in einem Schmerz für etwas, was ich geben kann und zurückhalte. Und deswegen ist für mich Intuition im Körper gespeichert. Und das Minus im Körper, die Krankheit, ist der Beweis, dass wir gegen unsere Intuition arbeiten und dass nur wir als Individuum die Möglichkeit haben, da herauszukommen. Und so wollte ich nicht. Ja, bitte. Und ich danke dir für die, das war für mich der schnellste Weg und der beste Weg, tiefer wieder meiner Intuition zu vertrauen. Da gab es gar keinen irgendwie Rantasten oder sondern du hast mich derart oft ins kalte Wasser geschmissen. Also, dass da war nichts mehr, wo ich mich festhalten konnte. Also gar nichts, wo so jedes Mal mir die Luft weg, wo, oh Gott. Und dann, ja, und dann... Es gibt dann keine technische Störung hier, bei mir ist nur ein bisschen... Ich versuche das nur gerade. Und dann kommt irgendwas und dann kommt irgendwas und dann kommt genau das. Also nur ein Beispiel, damit man das nachvollziehen kann. Du warst viel in Firmen, Baufirmen, Verlagen und wo auch immer und wo es um die Intuition, um die Kompetenzen ging. Und ich dachte, du nimmst mich mal mit, damit ich mal schauen kann, wie du arbeitest und war da ganz entspannt. Na, guck ich mal, ja. Und kaum waren wir 10 Minuten da, saßen die ganzen Manager, ihren Slips und der Chef und so und nach 10 Minuten sagtest du, so Sabine, du gehst mal mit dem Chef raus, 2 Stunden, machst mal Einzelcoaching mit ihm. Und ich bin gestorben. Innerlich, ich habe weder irgendeine Erfahrungen, Ausbildung da drin, nichts im Management, also gar nichts. Und das waren so Momente, so, die mir am meisten geholfen haben. Also ich hätte auch Nein sagen, ich bin einfach damit gegangen, bin damit geschwommen und das sind die schönsten Geschenke, die du mir gemacht hast, weil dann genau das, in diesem Sterben irgendwie so eine Neugeburt kam und einfach nur der Intuition folgen konnte, weil ich kein Nichts hatte. Ich hatte nichts, kein Wissen oder kein Können da drin. Mhm. Und es war einfach immer wow. Und da danke ich dir sehr dafür. Ja, an dieser Gelegenheit ging es um Wertschätzung. Wir haben jetzt jeden Montag eine Forschung hier vor Ort und auch online. Man kann auch teilnehmen. Eine der einfachsten, wenn sich jemand fragt, wie kann ich auf meine Intuition hören, wenn du einfach
sowieso etwas machst, jemand begegnest an den Tag oder irgendwo hingehst, dass du einfach bewusst davor diesen Menschen wahrnimmst, wie er wirklich ist, unabhängig von alles, was dieser Mensch zeigt. Also Wertschätzung, du schaust und du siehst plötzlich das, was du sonst nie sehen würdest, mit der, so mit diesem Wille der Wertschätzung, dem Wert, dem Wesen, das Wesentliche zu sehen, und du gehst über diese Grenze. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, was wir alle haben, und plötzlich entdeckst du Dimensionen, die du an deinem Partner, an deine Eltern oder Kollegen noch nie gesehen hattest. Das heißt, deine Physiologie, dein Körper bekommt Informationen aus dem Nichts über eine Person, obwohl sie es versteckt und versteckt und versteckt. Die so frisch sind, die so schön sind, die so erfassend sind seines Wesen, das, was seine Seele ausmacht, dass du plötzlich dann sich dein Leben in dem Moment verändert, die Beziehung zu der Person verändert. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit Intuition in jeder Situation das wirken zu lassen. Und wenn ich einfach in dieser Wertschätzung auch trainiert habe, habe ich nie jemanden gesehen, der das nicht kann. Also, das sind kleine Schritte, das sind kleine Impulse, die man einfach auch geben kann. Und plötzlich ist man verbunden. Und man kann natürlich in diese 24 Stunden lang verbunden sein, wie die Barbie Linhart auch sagte, so in dieser Schwingung sein. Aber es gibt keinen Weg, wo wir sagen können, ich höre nicht, ich sehe nichts, ich fühle nichts. Also jeder Mensch ist in jeder Situation in der Lage, in diese Wahrnehmung zu sein. Und jetzt, ich war so weg von den letzten Vorträgen, wollte ich eine Zusammenfassung meiner Kenntnisse von heute, aber das lasse ich, weil ich besoffen bin von diesen Energien. Ich bin trunken. Trunken, ja. Von diesen Energien. Ansonsten haben wir über Intuition, über viele Bereiche produziert und wir freuen uns über jeden, der mit erforscht und mitentdeckt. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Ja, die Wiederholung wird gleich starten. Ich hoffe, das wird frei sein. Und einiges muss noch geschnitten und hochgeladen werden. Wir bedanken uns wir werden noch zwei Konferenzen machen. Das ist die zweite Intuitionskonferenz. Und wir werden noch zwei machen. Eine über Wertschätzung, eine über Meditation. Schaut in unsere Webseiten. Hier ist die Veranstaltung, hier sind alle Veranstaltungen. Und freuen wir uns, wenn ihr als aktive Referenten oder passive Referenten, sozusagen passiv, denn jeder Zuschauer trägt dazu bei für den Erfolg. Genau, und wie passend zum Abschluss, genau, 1.9. Montag, 21 Uhr, weil du eben von Wertschätzung, genau, Wertschätzungskonferenz. Ja, mit Nahis und Sarla. Und war noch jemand, da waren noch zwei da. Okay. No. Ah, das ist die Meditationskonferenz. Okay. Genau. Dankeschön. Tschüss. Alles im Programm nachlesen. Okay. Tschüss. Danke.